Das ist die Maske von Melvin Niffler und am Platz von Melvin Niffler in der Garderobe der Lakers. Da stehen wir jetzt. Ja, und die Maske, die haben ja Fans kreiert. Jemand hat die dafür designen und die ist rausgegangen als Sieger von dem Wettbewerb. Und in diesem Wettbewerb hat es noch einen zweiten Platz gegeben. Die 45er-Bewegung hat auch noch eine Maske gemacht. Und die Maske wird getragen von Melvin Niffler im Match vom Freitag gegen den Schlittschuh Club Bern. Die Maske, die er dort trägt, die zeigen wir noch nicht. Aber im folgenden Beitrag soll es um die 45er-Bewegung, also das Rückgrat der Fans vom SCRI, gehen. Wir haben mit zwei Exponenten geredet. Zum einen natürlich über das Fernsehen und zum anderen darüber, wie es so ist, ein Choreo zu machen. The pictures tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning and before I'd start each day I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something and then be on my way. Wie entsteht eigentlich ein Choreo? Ja, wir haben ein sehr kreatives Team. Was das angeht. Also es ist nicht nur ein oder zwei Personen, es ist ein ganzes Team. Da kommen die Ideen immer wieder. Da sind wir wirklich froh, dass wir jetzt wieder das Choreo-Team vergrössern können, dass wir dort sehr, sehr junge und motivierte Leute dahinter haben. Und so ist es dann halt ein einfaches, wenn man miteinander die Ideen ausarbeiten kann, wenn die Vorschläge kommen am Laufmeter. Irgendwann kristallisiert sich dann heraus, wie man das Ganze machen will oder wenn man es machen will. Und dann fängt die ganze Planung an mit dem Material. Haben wir genug Material, das richtige Material? Können wir es überhaupt so umsetzen? Und dann kommt natürlich das ganze Basteln, wo ein Prozess kann sein von zwei, drei Übungen, kann auch über mehrere Wochen, Monate gehen, je nach Komplexität oder Größe von einer Choreo. Und was kostet so eine Choreo und wie finanziert ihr das? Was eine Choreo kostet, ist wirklich komplett verschieden. Es kommt wirklich darauf an, mit was man schafft. Ein Choreo kann sehr günstig sein und kann genial aussehen. Ein Choreo kann sehr teuer sein und sehr schlecht aussehen. Das ist halt auch ein bisschen schöner dran oder ein Kick dran, dass man halt ein Choreo im Endeffekt sich nicht erkaufen kann, weil es kommt dann immer um die Umsetzung darauf an von den Leuten, wie man jeder mitmacht und ob der Plan überhaupt aufgeht. Und wie wir es finanzieren? Wir haben Choreospenden, die wir einmal im Jahr machen, an einem fixen Spieltag. Da ist ein sehr grosser Batzen zusammengekommen, darum danke da all die Leute, die mitfinanziert haben. Ja, es sind rund 16'000 Franken zusammengekommen. Ein sehr stolzer Betrag, wenn ich überlege, wo wir nicht, vor 10 Jahren damit angefangen haben. Einmal das so Choreo-Geld sammeln, so, sind wir bei 1'500-2'000 Franken gewesen. Hat sich sehr, sehr gross verändert. Des Weiteren kommen die Sachen zusammen durch Fanartikelverkäufe, Seenachtsfest, wenn wir eine eigene Bar haben. Ja, das ist querfinanziert durch alle möglichen Einnahmequellen. Was zeichnet ein Rappi-Fan oder ein 45er aus? Ich glaube, ein Rappi-Fan, der schon lange Fan ist, zeichnet im Endeffekt aus, dass man halt schon alles erlebt hat. Man hat Niederlagsserien erlebt, Abstieg, Aufstieg, Göpsig. Ich sage jetzt mal die glorreichen Jahre momentan. Sportlich gesehen über die ganze Quali, mehr als ein Jahr. Und ich glaube, es ist wirklich, dass man halt die Zeit schätzen lernt, weil es einfach, weil man weiss, dass es nicht alltäglich ist oder dass sich sehr schnell sich das Ganze ändern kann. Es ist ja so ein bisschen als Fan immer ein bisschen eine Achterbahnfahrt, oder? Mal himmelhoch jauchzen und dann wieder zu Tode betrübt. Wie geht man mit dem um? Ja, die jetzige Situation ist sehr einfach. Also mit dem Abstieg und mit der Nazi B dort. Ab der Nazi B kann man sagen, wenn man mehr gönnt, dann macht es auch mehr Spass, ist es so. Aber als eingefleischter Fan, ja, ob du gewinnst oder verlierst, schlussendlich stehst du im nächsten Match wieder da. Ich glaube, das Schöne am Eishockey, das Schöne am Sport, ich glaube auch in einer Playoff-Serie, es gibt Tage, da hasst man das Eishockey. Aber dann zum Glück geht es zwei Tage später weiter und dann sieht die Welt wieder komplett anders aus. Also ich glaube, die Liga-Quali-Serie gegen Kloten ist das beste Beispiel. Also, ja. Jetzt haben wir ja diese Saison eine Trilogie gemacht, oder? Nach den Sternen greifen in der blauen Farbe, dann und zu Helden werden in Rot und nachher für den SCRI unseren Himmel auf Erde in Weiss. Was ist denn jetzt noch geplant nach der Trilogie? Ja, die Trilogie ist abgeschlossen. Die ist so beendet. Alles, was weiterkommt, verraten wir jetzt natürlich hier nicht. Das sind im Köcher genug Choreos geplant. Und die Umsetzung werden dann alle sehen, wenn es so weit ist. Ich glaube, da kann man sich überraschen lassen, was noch geplant ist, ob etwas geplant ist. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Es soll nie eine Selbstverständlichkeit sein, dass es ein Choreo gibt, weil jetzt halt einfach ein wichtiges Spiel ansteht. Klar hat man den Anspruch, dass man ein Choreo machen will. Aber es ist immer auch schwierig, oder wenn es wirklich darauf rausläuft, wieso die sind jetzt für das da und die müssen das machen.
Weil im Endeffekt machen wir das zur Frauenarbeit, machen wir das in der Freizeit und geht halt schon sehr viel Zeit drauf.